Einstand. Deus. Urteil, Major. Maioli führt 2-1. Iva Maioli, die Weltranglistenneunte, 9. bisher ohne Probleme bei ihren Aufschlagspielen, sehr souverän. Sie ist natürlich im Vergleich zur Indonesierin die wesentlich stärkere, physisch vor allen Dingen stärkere Spielerin. Das wird Yayuk Basuki ausgleichen müssen. Das ist auch im Vorbericht schon etwas deutlich geworden. Die Taktik, sie muss versuchen, sehr viel zu variieren in ihrem Spiel. Sie ist natürlich benachteiligt. Die kleine Indonesierin, die nur 1,64 Meter misst, 1,77 Meter lang, ist die Kroatin Iva Maioli. Und das hat sie auch gesagt, sie wird versuchen müssen, viel ans Netz zu gehen, um den Spielrhythmus von Iva Maioli zu brechen. Aber auch bei ihrem ersten Aufschlagspiel hat sie durchaus schon gezeigt, dass sie sehr, sehr gut servieren kann. 6 Turniersiege für Yayuk Basuki. Das war nicht immer die erste Kategorie auf der WTA-Tour. Aber immerhin, das letzte Turnier gewann sie 1994 in ihrer Heimatstadt in Jakarta. Beide. 15 all. Basuki. Zwei beide im ersten Satz. In diesem Aufschlagspiel von Yayuk Basuki haben wir schon einige Qualitäten sehen können. Vor allen Dingen, wenn der erste Aufschlag sehr lang kommt, dann kann sie das Spiel diktieren. Das ist ihr hier in diesem Aufschlagspiel gelungen. Ihre Stärke, das war auch sichtbar, zweifellos die Vorhand. Same item.
Trifft ihn auch. Spiel Maioli. Maioli führt 3-2, 3 games to 2. Iva Maioli, in diesem Jahr noch ohne Turniersieg, insgesamt aber 4 Turniersiege. Ihre ersten, das war 95, ihr erster Sieg in Zürich. Dann ging es gleich nach Filderstadt, wo sie ihren zweiten Turniersieg erringen konnte. Das war das große Jahr von Iva Maioli, die sich mächtig nach vorn gespielt hatte. Und dann auch im letzten Jahr, da gewann sie in Tokio das Turnier. Und wie gesagt, das Vorturnier in Essen. Im Faber Grand Prix, sie also, die Kroatin, ist die Titelverteidigerin. 2-3 aus der Sicht der Indonesierin. Spiel Basuki. Das zweite Ass der Indonesierin in diesem ersten Satz. Ausgleich zum 3-Beide. Love.
40-15. 40-15. Zwei Doppelfehler für Iva Majoli. Spiel Majoli. Majoli führt 4-3. 4-3 für die Kroatin, aber noch kein großes Spiel zwischen Jajuk Bazuki und Iva Majoli. Beide dominieren jeweils mit ihrem Aufschlagspiel. Noch keine langen Ballwechsel, aber ich bin sicher, das wird sich noch ändern. Hier haben wir übrigens den Coach von Jajuk Bazuki. Und er ist nicht nur der Coach, er ist auch inzwischen der Ehemann. Das ist Hari Suharyadi, ein ehemaliger indonesischer Spitzenspieler, der auch Bekanntschaft gemacht hat mit dem deutschen Tennis. Mitglied der indonesischen Davis Cup Mannschaft 1989 in Karlsruhe in der ersten Runde. Da gab es ein 0-5 aus der Sicht der Indonesier. Und dieser Hari Suharyadi spielte damals zwei Einzel, verlor gegen Boris Becker und anschließend gegen Erik Jelen. Und er hat viel gearbeitet mit Jajuk Bazuki, die so ein bisschen ein Star ist natürlich in Indonesien. Mit Steffi Graf zu vergleichen. Natürlich nicht von der Leistung her, aber von der Bedeutung, von der Popularität. Dennoch tut sich das Tennis in Indonesien schwer. Da fehlen inzwischen die Sponsoren, sodass es natürlich auch an dem notwendigen Nachwuchs fehlt und an den Trainingsmöglichkeiten. 15-0. 15-0. Ja, endlich mal ein längerer Ballwechsel, aber da hat Iva Majoli die richtige Seite geahnt.
für beide und wieder ein starkes Aufschlagspiel der Indonesierin Yayuk Basuki. Vor allem immer dann, wenn der erste Aufschlag präzise kommt, vor allen Dingen die nötige Länge hat, dann kann sie ihr Spiel machen. Und erstaunlich viele Vorhandfehler immer noch bei Iva Majoli. Also kein Aufschlagsverlust nach wie vor in diesem ersten Satz. Und jetzt macht Iva Majoli auch Punkte mit ihrem Paradeschlag mit der beidhändig gezogenen Rückhand, die so sehr an Monika Seles erinnert. Weltranglistenplatz 24 zurzeit für Yayuk Basuki, die mit 7 Jahren begann Tennis zu spielen, von ihren Eltern damals motiviert, die beachtliche Ergebnisse aufzuweisen hat, auch in diesem Jahr schon. Sie spielte das Match der Woche, Statistik geführt von der WTA, jetzt erst in Paris, da gewann sie im Achtelfinale gegen Brenda Schulz-McCarthy in einem sehr, sehr spannenden Spiel in 3 Sätzen. Die WTA hat gesagt, das ist das Spiel der Woche. Also auch eine Anerkennung für die Spielweise der kleinen Indonesierin. Und dann verlor sie in Paris in der letzten Woche im Viertelfinale gegen ihre heutige Gegnerin, gegen Iva Majoli. Insgesamt die Bilanz der Begegnungen bisher zwischen diesen beiden, es steht 1:1.
35-40. 30-40. Der erste Doppelfehler von Yayuk Basuki und damit Satzball für die Kroatin Iva Majuli. Einstand. Deuce. Da war der Satz fast weg für die Indonesierin, aber konnte einen Satzball abwehren, hat die richtige Taktik gewählt, lange Bälle, Slice gespielt mit der Rückhand auf die Rückhand der Kroatin und Iva Majuli umläuft ihre beidhändige Rückhand, das haben wir gesehen, und der Fehler dann wieder auf der Vorhand. Also nach wie vor kein Aufschlagsverlust dieser beiden, es steht 5 beide. Da muss Iva Majuli tief hinunter. 15:30. Bei diesen Bällen Rückhandslice gespielt von Yayuk Basuki. Majoli führt 6-5, 6 Games zu fahren. Noch keine Breakchance für Yayuk Basuki beim Aufschlag von Iva Majuli, die 6-5 führt in diesem ersten Satz, der spannend ist, der ausgeglichen ist und wie gesagt bestimmt wird jeweils vom Aufschlag der Spielerinnen. Iva Majuli, die beim Grand Slam Turnier in Australien überhaupt nicht erfolgreich war, dort bereits in der ersten Runde gescheitert ist an Paddy Schneider, der Schweizerin, sich in einem Formtief befand, aber dann doch mehr und mehr wieder in Schwung kam. In Tokio scheiterte sie dann im Viertelfinale an Steffi Graf und in Paris, da stand sie immerhin schon einmal im Halbfinale wieder, verlor dort gegen die spätere Siegerin, gegen Martina Hingis.
Rule 15, Love 15. Ja, das Publikum spürt, dass jetzt Jajuk Bazuki Unterstützung braucht. Das fünfte Ass. Nach 0:30 zum Spielball zum 6 beide. Erneut Satzball für Ivan Majoli, der zweite in diesem ersten Satz. Erster Aufschlagsverlust für Jajuk Bazuki und erster Satz an Ivan Majoli, die nach wie vor Probleme hat mit den langen Bällen, mit der stark unterschnittenen Rückhand der Indonesierin,
Da umläuft sie ständig die Rückhand, das haben wir gesehen. Erste. Da versucht sie jetzt ihre Taktik zu ändern, geht nach vorn, aber hat natürlich dann Probleme mit dem Lob. Ja, typisch dieses erste Aufschlagspiel im zweiten Satz. Iva Maioli mit dem gewonnenen ersten Satz im Rücken spielt befreit auf. Und Jajuk Bazuki trauert sicherlich ihren vergebenen Chancen aus dem ersten Satz noch nach. Das war deutlich jetzt bei diesem klaren ersten Aufschlagspiel von Iva Maioli hier zu Beginn des zweiten Satzes. Aber dies hat auch gezeigt, dieser spannende erste Satz, dass Iva Maioli mit viel Respekt in diese Begegnung hineingegangen ist. Sie wird sich sicherlich noch erinnern an das Match im letzten Jahr bei den Canadian Open. Da hat die kleine Indonesierin sicherlich ihr bestes Turnier gespielt und hat in der zweiten Runde Iva Maioli schlagen können mit 7:6 und 6:2. Da kämpfte sich Jajuk Bazuki ins Halbfinale vor und verlor dann dort gegen Monika Seles. Also ich bin gespannt, ob das Nervenkostüm von Jajuk Bazuki hält. Denn bei aller Qualität ihres Spiels, und das haben wir ja sehen können, ihre Schwäche ist die Konstanz. Ihre Schwäche sind manchmal ihre Nerven. Und es ist zu wünschen, dass sie ihre Linie beibehält. Hold. Zum ersten Mal drei Breakchancen für Iva Maioli beim Aufschlag von Jajuk Bazuki. Zwei Doppelfehler im ersten Aufschlagspiel des zweiten Satzes. Ja, da ist sie sicherlich enttäuscht. Da gibt es zwei Gründe.
für diesen Aufschlagsverlust. Einmal scheint die Kraft nachzulassen bei ihr. Dieser erste Satz hat sicherlich viel Kraft und Substanz gefordert, aber sie ist enttäuscht, wie dieser erste Satz verloren ging. Klare Führung für die Weltranglisten 9. mit 3:0. Und Yayuk Basuki hat zweifellos ihre Linie verloren. Trauert ihren Chancen nach und wir benutzen diese Pause, geben zunächst 40:30, Sie sehen es eingeblendet. Aber nach wie vor 0:3 in diesem zweiten Satz aus der Sicht von Yayuk Basuki. Mit Ach und Krach bringt da Yayuk Basuki wieder einmal ein Aufschlagspiel durch, verkürzt auf 1:3 im zweiten Satz. Aber spielerisch hat sie ihre Linie verloren. Das ist nicht mehr das, was sie im ersten Satz gezeigt hat. Jetzt versucht sie auch Risiko zu spielen. Damit häufen sich natürlich die Fehler. Und Sie haben gesehen, dass sie ihre Rückhand, mit der sie sehr erfolgreich bisher gespielt hatte, häufig umläuft und damit Fehler macht.
30-40. Breakchance jetzt für Yayuk Basuki. Mutig attackiert diesen zweiten Aufschlag von Ivan Majoli, der viel zu kurz ist, hoch abspringt. Und da hat Yayuk Basuki kein Problem, den Punkt zu machen. Das Fassungsvermögen, die Kapazität begrenzt zu halten. Für dieses Damenturnier hier erstmals in Hannover. Und im Moment dürften etwa 2.500 Zuschauer in dieser Halle sein. Insgesamt der Besuch durchaus erfreulich. Der erste Aufschlag von Yayuk Basuki kommt zu selten. Und das ist ihre große Schwäche jetzt in dieser Begegnung. Wieder drei Breakchancen für Ivan Majoli zum 5:1. Einem Doppelfehler beendet sie dieses Aufschlagspiel zum 1:5 aus ihrer Sicht und sie hat in der Tat ihre Linie verloren, keine Moral mehr. Probleme mit ihrem ersten Aufschlag und Probleme vor allen Dingen, wenn sie die Rückhand umläuft.
10 weiter. 15 all. Weiß ich beide verlieren. Matchball für Ivan Majoli. Zweiter Matchball und hier die Stärke von Ivan Majoli, diese beidhändig geschlagene Rückhand. Nach zwei Matchbällen hat jetzt Yayuk Basuki Break. Vorteil Majoli. So, schauen wir mal, ob sie den vierten Matchball nutzen kann. Mit einem Ass beendet Ivan Majoli diese Begegnung. Die Titelverteidigerin.
Eine Stunde und 15 Minuten hat sie gebraucht. Ein spannender, ausgeglichener erster Satz mit 7:5 für die Kroatin. Ja, und dann hat leider Jajuk Basuki ihre Linie verloren. Vor allen Dingen, der Aufschlag kam nicht mehr. Viele Fehler mit dem ersten Aufschlag. Und auch die langgezogene Rückhand, die sie als Slice spielt und oft als Angriffsball spielt. Diese Rückhand kam nicht mehr. Und deutlicher Verlust dieses zweiten Satzes mit 1:6. Und Iva Maioli, die neunte der Weltrangliste, weiterhin hier in diesem Turnier. In der ersten Runde hatte sie ja ein Freilos. Also Iva Maioli hier in Runde 3 in Hannover. Ihre nächste Gegnerin, das wird man sehen, das ist entweder Sabine Appelmans oder Angèle Sido, die Französin. Dieses Spiel muss erst noch gespielt werden. Viele Autogrammwünsche